Ciao zusammen, ich bin Jürg, es heisst wieder mal League of Nations. Nach 17 Spielen liegen vor uns, wir sind aktuell auf dem dritten Platz und ich hoffe, wir können den Platz auch halten. Wenn wir das so spielen wie in der letzten Folge, dann werden wir das eigentlich auch herkriegen. Wenn du jetzt noch nicht weißt, von was ich rede, von der letzten Folge, dann musst du dir wirklich reinziehen, die ist so geil geworden. Ich tue dir unten in die Videobeschreibung verlinken oder klick einfach da jetzt oben aufs i, dann kommst du auch zu der letzten Folge von League of Nations, denn die ist mehr als nur sehenswert. Das kann ich dir jetzt an dieser Stelle wirklich versprechen. Aber auch heute wird sicher eine sehenswerte Folge. Ich freue mich schon auf die Matches. Ich hoffe, du freust dich auch und zeigst mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und vergiss nicht, meinen Channel kostenlos zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, solltest. Aber jetzt gehen wir aufs Eis. Los geht's! In unserem ersten Spiel haben wir gerade mit Russland an der Bauern gegnet. Aber natürlich lassen wir uns davon nicht einschüchtern. Oh, das wird gefährlich. Das wird verdammt gefährlich, aber Hiller pariert. Wow, gerade die nächste Riesenparade von ihm. Oh shit, das machen verdammt gut. Sie machen sogar so gut, dass sie gerade 1-2-0 erzielen. Scheiße, fuck noch einmal. Oh nein, 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 der ist schon ganz allein. Oh, Hiller, danke. 1-2, abdrucken von hinten und dann spricht der Stock, nein. Die erste vielleicht wirklich nennenswerte Szene kommt von der Schweiz in Unterzahl. Jawohl, Leute, Ausgleich. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Aber die erste Szene im zweiten Drittel gehört der Schweizer in Unterzahl, erzielen wir den Ausgleich. Jawohl, es ist wieder Romagnosi. Die Russen haben natürlich weiterhin ihre Überzahl. Sie probieren es mit dem Distanzschuss. El Niño, komm, du musst auch mal wieder etwas herkriegen. Ah, wir kriegen auf die blaue Linie mit sich knapp und dann geht an den Pfosten. Langsam aber sicher hätten wir uns die Führung auch verdient. Aber wieder im Verfangen vom Goalie. Die Schweizer werden immer stärker. Sie werden immer stärker. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wäre das geil gewesen! Belohnen wir jetzt endlich einmal unsere Leistung. Steigen! Kommt der Querpass, der Schuss auf den Goalie pariert! Nein! Wow! Riesen Save vom Hiller! Oh nein! Scheiße, jetzt hat er mich verarscht! Jetzt hat er mich verarscht, aber der Hiller nicht! Jawohl, Pass, Schuss und es sitzt zum 2-1. Was für ein geil ausgespieltes Führungsgoal von der Schweiz gegen die Russen, die wirklich extrem stark spielen. Letzter Angriff von der Russen, Distanzschuss, Hiller pariert, da haben wir die Sirene und wir schlagen die Russen 2-1. Was für ein geiler Auftaktmatch für die heutige Folge. Richtig geil und ich freue mich schon auf den zweiten Match. Die nächsten Russen haben wir vor uns. Das Mal sind sie doch die Weißrussen. Was an sich ein Sieg muss ich für die Schweizer geben. Aber man weiß es ja nie. Oh mein Gott, Hiller, das ist gerade der Beweis, dass man es wirklich nie weiß. Die machen da weiterhin Druck. Sie machen weiterhin Druck. Und wie aber der Hiller wieder auf Position. Jetzt mal der erste Angriff von uns. Der erste Angriff. Und der wird direkt vom Erfolg gekrönt. 1-0 für die Schweiz. Erster Angriff nach knapp bis über 5 Minuten. Und der sitzt direkt für die Führung. Oh mein Gott, ist das geil gewesen. Nächster Angriff. Nächstes Goal. Nein. Bulli Goal. Komm. Bulli Goal. Jawohl. Mit Ansage. Bulli Goal zum 2-0. Oh, jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es verdammt gefährlich. Und das macht den Huren gut. Jedoch auch der Hiller. Oh mein Gott, was für ein Pass, was für ein Pass. Komm, hau ihn rein, jawohl. Slapshot zum 3-0. Perfekt ausgeholt von der Schweiz. Und eine absolut verdiente 3-0-Führung. El Niño hat schon lange nicht mehr gezeigt, aber es gibt einen perfekten Pass. Nochmal einen Pass und da ist der Abschluss. Was für eine Kombination zum 4-0. Kommt der nächste Geniestreich jetzt wieder vom El Niño. Er kommt und wie er kommt. 5-0, ey. Ich glaube, von diesem Match kann ich wahrscheinlich fast nur noch Goal zeigen, wenn es jetzt so weitergeht. Hey. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo einer ist, aber da rechts ist einer. Dann wieder zurück und Pass und Schuss. Und da haben wir 6-0. Die Weißrussen werden einfach eiskalt ausgespielt. Brutalste. Die Weißrussen haben natürlich immer noch genug Zeit, um
uns den Shoutout zu versauen. Jetzt haben wir sogar noch eine Powerplay-Situation gerade ausnutzen. Komm, abnutzen, abprallen, ausnutzen. Ich kann nicht mehr reden, da passiert so viel. Und wir führen bereits mit 7:0. Unglaublich, ey. Sehr saubere Sache. 8:0. Hey, ich werde euch wirklich nur noch Goal zeigen. Oder ihr habt es ja auch schon gezeigt. Ich weiß es nicht, aber 8:0 ist einfach krank. Jetzt gibt es noch das 9:0. Komm. Jawohl, 9:0. Was läuft da? Oh. Ein Angriff von den Weißrussen. Ich muss nicht mehr sagen. Es läuft einfach perfekt. Hier haben wir die Stängeli. 10:0. Also das 11:0 wäre schon nicht schlecht. Oh komm, er bleibt an der Scheibe. Er bleibt wie an der Scheibe. Also, damit wir 11:0 schiessen können. Also die Weißrussen sind einfach putze nichts. Oh mein Gott, und jetzt gibt es noch das... Ja, es geht noch. Es geht noch das 12:0. Die letzten paar Sekunden laufen. Wir müssen unbedingt den Shoutout halten. Und er hebt noch. Jawohl, da ist auch der Shoutout noch für den Hiller. 12:0 Sieg. Meine Güte, hey. Ich kann es nicht glauben. Und bevor da irgendwelche Hater kommen, will ich euch noch zeigen, wo haben wir das da? Einstellungen. Ist doch da. Schnelleinstellungen. Einfach wegen dem Schwierigkeitsgrad. Da All-Star. Ihr seht, es ist auf All-Star eingestellt. Also nicht irgendwie weiss ich was. Es ist wirklich ein hoher Schwierigkeitsgrad. Dina, wir haben das gewonnen und gehen jetzt direkt in den dritten Match. Und im letzten Match, Scheiße, Kanada, das wird heftig. Oh, jetzt ein erster Angriff. Schuss von hinten und der sitzt. Oh mein Gott, der sitzt zum 1:0. Was ist das wieder für ein Start? Ich bin mir sicher, der Match wird nicht so laufen wie gegen Russland. Da ist wirklich jedes Goal, das wir kriegen, ein wichtiges Goal. Komm. Jawohl, Schieber will behalten. Oh mein Gott, von hinten der Marktstreik und mit einem riesen Tempo und schließt zum 2:0 ab. Und jetzt das 3:0. Komm, gerade das 3:0. Ah, oh, schön. Wohl. Da habe ich nicht so wählen. Irgendwie ist Schieber zurückgekommen und wir machen direkt das 3:0. Nein. Schön blockiert. Pass. Und jetzt der Konter. Jetzt gerade der Konter. Ich weiß nicht, wann er mitkommt. Einfach mal Pass hinter. Jawohl. Und jetzt Schuss. Und der Schuss jetzt zum 4:0. Wir führen gegen Kanada 4:0. Ach du meine Fresse. Hey, wir sind einfach top. Ich bin jetzt so on fire. Das ist ja nicht zum Glauben. Hey. Oh mein Gott, komm. Pass. Jawohl. Querpass. Schuss. Und das mal hebt er den Goal. Oh nein. Scheiße. Kanadier jetzt hier mit dem 1:4. Die dürfen wir einfach nie abschieben. Das ist wichtig. Was für ein erstes Drittel. Können wir das im zweiten Drittel weiterführen? Oh, komm, jawohl, er hat schieben. Marc Streit, komm, tschüss. Ah. Oh, Scheiße. Oh, was war jetzt da gewesen? Fuck, hey. Ich habe einfach etwas gedrückt. Ich bin aus Versehen auf R1 gekommen, anstatt auf R2. Und das führt zum 2:4 für Kanada. Scheiße! Oh, sehr schön. Und jetzt rein! Nein! Jetzt ein paar Sekunden vor einem Powerplay-Lauf und Querpass, Schuss! Und jetzt hebt er! Wieso hebt er jetzt auf das Mal? Schöner Save vom Hiller! Also das zweite Drittel gefällt mir überhaupt nicht. Kanadier extrem stark. Wir können einfach zu nichts mehr. Zum Glück haben wir so ein starkes erstes Drittel gehabt. Oh nein. Wow, schöner Seefehler. Kanadier spielen im Powerplay. Sie spielen verdammt stark. Oh mein Gott, Hiller. Oh, der Hiller saved uns so derbe. Wir halten aktuell, hey. Sehr stark dagegen. Und wir erzielen einfach unserem Nichts jetzt 5:2. Hey. Was für ein Brenner. Ich glaube, es war der Romagnosi, oder? Jawohl, Romagnosi. Eine Uhrentasche ins Lattenkreuz rauf. Hey. Kanadier haben keine Goalie mit ihnen und wir haben der El Nino, der 6:3 macht. Jawohl, das wird der Siegestreffer gewesen. Oh mein Gott, hey. Was ist das wieder für eine kranke Folge heute? Unglaublich, hey. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Und jetzt, ich will für die Folge einfach
40 Likes gesehen. Ich will die 40 Likes sehen, weil die einfach noch derber sind als die letzte, die schon richtig geil war. Also smashen den Like-Button für die heutige Episode. OMG, WTF, was für Matches, richtig geil. Die sprechen einfach nur für sich. Die sprechen für die League of Nations. Einfach nur krass geil. Jetzt jedoch im Hintergrund sehen wir bereits die aktuelle Tabelle. Die ist schon mal gewünscht worden und da ändern sie. Wir sind aktuell auf dem dritten Platz hinter den USA und Kanada. Was sehen wir genau? Qualifiziert für Playoffs! Yes, das haben wir bereits geschafft. Jetzt heisst unser Ziel Heimrecht. Das müssen wir einfach herkriegen. Es sind noch ein paar wenige Spiele und ich hoffe, du gehst den Weg mit mir in ein paar Spielen noch vor den Playoffs und dann natürlich in den Playoffs. Dort gelten wieder ganz andere Regeln. Alles ist wieder auf Null gestellt. Ich hoffe, wir werden dann auch das schaffen. Quali haben wir geschafft, aber die Playoffs, da müssen wir so weit wie möglich kommen. Und wenn du das mitkriegen willst, wie weit wir kommen, dann solltest du nicht vergessen, meinen Channel kostenlos abonnieren und am besten auch noch das Glöckchen nebendran zu aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ein neues Video natürlich online gekommen ist. Jetzt sind wir jedoch bereits am Ende angekommen. Ich danke dir, euch allen da draußen fürs Zuschauen und wünsche euch allen somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!